Und auf geht's. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Genau. Oh ja, natürlich akzeptieren. Und der andere erst. Federico zum Doktor folgen. Na, jetzt haben wir schon gedacht, der würde so rumlaufen. Okay, so läuft er noch ein bisschen schneller. Na, boom. Zack. Ja, wenn er da vor mir ist, dann ist eh klar, dass das nichts wird. Zack, 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 zack. Eine nice Fortbewegung, gell? Also da ist schon jemand ein bisschen neidisch. Zack, zack und zack. Oh, nice. So was habe ich noch nie gesehen. Ein Engineer, der Gaukler, oder? Ist okay. Na dann, reden wir mal mit ihm. Bentrovato, Dottore. Werde ich jetzt sterben? Ja, ich werde sterben. Auditore. Ich merke sofort. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Fottiti. Oh, super gemacht. So ein bisschen tup, tup, das war's tup. Auch schon. Und jetzt verschwindet ihr. Grazie. Hier lang. Ja, wo, was heißt denn jetzt hier lang? Allerdings. Komm, geh, ich wünschte, sie wären alle so schön. Doch. Sie sind's. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, unbedingt. Ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hä? Wohin? Ja, wieso nicht? Zum Dach dieser Kirche. Na sicher. Dann auf drei. Uno. Due. Komm. Tre. Und lauf, 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 lauf. Lauf, 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 so schnell. Alter, komm. Die geschissen die ganze Zeit, der Wahnsinn. Zack, zack. Ich schäme mich fast ein bisschen. Alter, was wird denn das jetzt? Ach ja, ich glaube, ich bin schneller. Lieber für den direkten Weg genommen und schneller. Komm jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Wart ab. Dann warten wir einfach mal. Müssen ja nicht mitkommen, er hat gesagt, wir sollen warten, also warten wir einfach mal. Zack und zack. Wie einfach da so Kerzen gerade und dann so drauf steht, finde ich im übelsten halt. Aber das ist jetzt klar wieder in mir, oder? Mein Feind. Na schau, hilft das sogar. Leben, Bruder. Das Beste möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. Ubisoft Passengers. Assassin's Creed 2. Schon wieder mein herzliches Willkommen. Oh, so schön. Es ist wirklich gut gealtert, sag mal so. So, genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ezio, ah. Lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nach. Wieso nicht? Und Nachtrunk, der schöne Christian. Ja, für Sputzi einen Überraschungsbesuch abstatten. Na sicher. Und oben mit uns. Oh, erste Synchronisation. Okay, das tut ein bisschen in die Augen weh. Aber okay. Ja. War früher mal besser. Cazzo, Vieri. Oh shit. Ja, wäre nicht schlecht. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Na wohl, die gibt er gleich mal eine. Na, was war denn das? Stoß einfach das herum. Ah, Frechheit. Alternative Kamera, also was? Das kenne ich ja gar nicht. Alternative Kamera. Na büm. Ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt einfach mal oben weiter. Weil da habe ich so das Gefühl, dass sie uns dann eher weniger kriegen werden. Ja, lauf schön. Schön brav laufen. Zack, zack, zack. Und jetzt darunter. Ja, darunter. Zack. Und zack. Wie man dann immer runtergefallen ist. Vor 100 Metern Christina. Und trotzdem überlebt da.
Wer ist da? Ich. Wer sieht's? Ich. Ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich doch nicht. Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich so? Nicht. What? Komm her. Oh, Ezio. Sehr kleine Lunke. Ist die Schwester, gell? Ah, der kleine Weichser. Ezio. Sollte man nicht lieber mal das Fenster zumachen, dass da nicht jeder schauen kann? Der Nachbar wird sicher ein bisschen gucken, also der wird sicher ordentlich ein Gucker sein. Also der hat sich schon ein paar eigene Sets gekauft, nur damit er Christina, alles abhören und durchschauen kann und so. Wach auf, dein Hauslehrer kommt bald. Komm. Ist es denn wirklich so schlimm, dass Filiodun Kane? Was? Perdonate, Messere. Bitte verzeiht. Ich bring dich um. Ach, bitte. Das ist nicht nötig. Wache, wache. Bringt mir seinen Kopf. Nice. Absolut keinen Grund. Na warte, ich bin da weg. Zack, zack, zack. In Wachen entkommen. Überhaupt kein Problem. Zack, zack, zack und zack und zack. Mit jemand anderem. Genau. Sie brauchte Hilfe bei einigen Dingen. Ja, also, ich merke sofort. Quasi unschuldig. Fuck. Tot? Nee, gar nicht mal. Ha! Nun, es ist eine elegante Art der Fortbewegung. Genau, ungleich die Synchronisation auch noch. Und zack, 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 zack. Und wupp. Ja, zum Glück dort mal nicht. Warte, gehen wir mal runter. Wir müssen wirklich mal. Vom Affen! Aha, vom Affen gebissen. Ja, wir müssen definitiv mal zum Arzt. Und nicht wegen einem Köpfi, sondern wegen ihr. In dem Fall. Das mit dem Kopf können wir sich ja noch entscheiden. Ja, hoppala, pass ein bisschen auf, der Pater. Meine Früchte. Meine Freunde, ich habe frischen Schafsurin und Rosmarinpackungen gegen eure Sinn. Du suchst nicht mich zufällig? So, jetzt heilen, dankeschön. Schon bald fühlt ihr euch besser. So, der verpisst sich einfach. Du, Ezio, ich glaub, du hast da irgendwas Beschissenes gerade gemacht. Ich glaub, der ist ins Böse. Servus. Oh, der schaut schon so streng. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Jere di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Na dann, auf geht's. Lauf, Bursche! Giovannis wichtige Dokumente bei Lorenzo de' Medici abgeben. Und auf geht's. So, laufen wir da mal kurz hier rum. Wie weit haben wir es? Ja, gar nicht mehr so weit. Das sind ja nur 100 Meter. Das ist hier nix. Also, wenn uns jetzt ein paar Leute begegnen, die wir sonst vielleicht zusammenschlagen wollen. Aber ja, sag mal, ja, das wird schon was. Und Jack, gehst bitte zur Seite, der Vollidiot. Na, warte, du musst da durch, sorry, ich muss da durch. Muss ich da auf oder auf? Oder machen wir einfach mal eine Runde? Also ich glaube, das ist mal nicht. Zack, zack. Na, wo sie ist. Oh, yes. Wupp. Bitte.
einfach gehen. Ich hätte ihn jetzt gerne eine verpasst. Na, du schon mal. Erst, du musst nicht unbedingt jetzt zu Ehren noch zielen oder sonst irgendwas. So, jetzt plündern wir dir einfach mal. Und einmal. Okay, ich geb dir klar, ne, wenn du deppert bist, nochmal. Aber nur beim nächsten. Da haben wir schon. Hallöchen! Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. Na dann. Und diesmal nehmen wir einfach mal den oberen Weg. Zu Giovanni. Nein, nicht der Pokémon-Trainer. Von Team Rocket, sondern unser Giovanni von Assassin's Creed. Lass bitte, bitte, tue ich hier so ein Schlächer. Das ist ja Witz. Was war das jetzt schon wieder mit der Unterhose? Okay, also Ezio, ich glaube, du hast nicht nur Vorliebe für Freundinnen, ich glaube auch für ein bisschen für Männer. Also, du hast denn die Unterhose geflattert, das geht so nicht. Das kannst du nicht bringen. Na, schön weiterarbeiten. Bischero. Du sorgst dich zu viel, Giovanni. Francesco de Pazzi ist im... Ah, mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uberto. Guten Morgen, Confaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Si, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen, aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Na, es war sicher. Nett, dich zu sehen. Gleich mal drei fette Missionen. Dann machen wir gleich mal die erste mit ihr. Mit der kleinen Schwester, oder? Ja, kleine Schwester. Hey, Claudia, wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist du, Joe. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Ich dachte, das sind Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia, das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Wir geben ihm ein Tätschen. Das wird schon passen. Ein Kehlschlag und die Sache ist geregelt. Und auf mit uns. Zack, 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 zack. Beide, du Trottel. Nimm das aber die teure Schilder und geh. Verpiss dich einfach, verkauf's einfach beim Straßenmarkt und werde reich. Werde einfach reich, nur durch den Namen. Das zeigst mir mal, dass einmal dieser Mensch überlebt, aber ich glaube, dass wir die Kletterkünste, das sollten es dann doch vielleicht noch ein bisschen überarbeiten, weil sonst springst du einfach wirklich einfach runter. Obwohl es das gar nicht willst. Das könnte dann bei ein paar Missionen dann sehr ärgerlich werden, dann später. Zack, zack, zack. Sind wir wenigstens eh schon bald dort. Zack und zack, zack. Ich muss wirklich sagen, also Top-Grafik eigentlich. Also schaut wirklich fast, ich will jetzt nicht sagen, komplett so wie die heutigen Assassin's Creed-Teile aus. Weil man merkt es durch die Charakterdesigner zum Beispiel. Wie wunderschön! Nur das Beste für dich, amore mio. Aber was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditore. Oh, du Schurke! Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Ach so. Tja, das bedeutet nichts Gutes. Ezio, mein Freund. Was
Du beleidigst meine Schwester. Gockelst mit dieser Putana. Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Glaube ich hier weniger. Ihr Auditore können alle reden. Okay, muss ich drauf an. So wie sie die Schlappe ist. Ich hätte deiner Schwester viele Dinge beibringen können. Sie soll froh sein, jemanden wie mich gehabt zu haben. Bastardo! Oh, shit! Tja, wie wird das noch mit dem Aufgeben? Aufgeben? Ist noch einer? Oder was? Du Rindvieh! Eine Schande ist das! Ich hoffe es für die. Das bleibt euch so, weil das bedeutet einfach nichts Gutes für die. Zu laufen. Zack, zack, fuck, fuck! Zack, zack, fuck, 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 fuck! Komm her! Komm her, du Arschloch, komm her! Lauf nicht weg! Du geschissenes Arschloch, du! Ja, warte, einmal runter. Jetzt haben wir ja. So. Ja, alles klar. Jetzt bleib einfach liegen. Das tut dir sicher gut. Oh. Hab ich euch wirklich zu heftig zusammengeschlagen? Na, dann blünde ich euch einfach mal. Nice. Haben wir es noch weit? Nee. Zum Glück nicht. Zack, 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 ta-ta-ta-ta-ta-ta. Müssen wir mal schauen, jetzt wieder der Eingang ist oder sonst irgendwas, aber scheiß drauf. Kassel einfach noch spontan schnell rauf. Einmal merkt aber, dass man eigentlich urlang braucht, bis man wirklich rauf ist. Und bei den neuesten Teilen ist das so nice, das Klettern. So richtig schön gemacht und so. So. Wahnsinn. Du wirst jetzt sicher definitiv auch runterklettern können, ohne dass du es dabei krepierst. Hallöchen, Mutter! Ich hab Wusch. Buongiorno, Ezio. Buongiorno. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, na, es ist nicht weit von hier. Gerne doch. Ein Freund der Familie. Wir wissen genau wen. Die Steche von Nehmer. Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Welcher Kampf? Ach bitte. Du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Wirklich alle berührt. Na, no, haben wir es noch weit? Ich glaube, genau da drin wohnt er noch. Ich glaube, da kann ich mich da noch so circa irgendwie noch erinnern, aber ich glaube, da wohnt er. Da sind wir. Na, also kann ich mich doch noch gut erinnern. An Leonardo da Vinci. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Zu euch nach Hause also. Si, si. Ezio, hilf Leonardo, ja? Das nenne ich keine Hilfe. Das machst du so.
Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Macht das Sinn? Ich würde lieber praktischer arbeiten. Viel direkter. Architektur vielleicht. Dekom. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo. Ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Vielen grazie, Madonna. Wie nett von euch. Ich glaub schon, der bringt nichts. Der bringt nichts weiter in seinem verdammten, geschissenen Leben. Das wird nichts mehr mit ihm. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, von Vaginas? Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Na dann, cheerio. Und dann haben wir da noch eine Mission. Ist sie da oben oder wie? Gehen wir mal rauf. Schauen wir mal, ob das gute Stück da oben ist. Zack, 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 zack. Na komm. Mach nicht so flamaschig. Jetzt wissen wir, unten ist nichts. Na super. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, Flieger verhaue auf den Bruder. Was machst du draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Na dann. Petruccius. Was? Petruccius. Nein, sagen wir mal so. Petruccius. Er betrügt alle. Drei müssen wir fangen. Bist du deppert und dann noch mit Zeitlimit oder hat's den Zier geschießen? Bla bla bla. Und zack. Und zack. Nein, komm. Also, bist du mir doch verarschen, ernsthaft. Zack, zack, zack. Über die. Hopp. Zack. Hip. Und da haben wir schon das nächste. Ja, es geht sich eh locker aus. Wenn wir schon schaffen. Oder auch nicht. Und da haben wir es ja. Wow, und da. Okay, passt. Zeitlimit gibt es dann eh nicht mehr, also können wir uns ruhig schön brav Zeit lassen. Zack. Alter, ich werde dabei noch übelst oft drauf gehen, so wie er klettert. Das war früher nicht so. Das ist dann nicht mehr stehen geblieben oder so. Zack, zack, zack. Zack, zack. Wupp, wupp, wupp. Und zack. Jetzt müssen wir nur schauen, Wahnsinn, schon. Ja, klettert einfach immer runter. Ja, weiß ich, dass er so jetzt perfekt ausgezahlt hätte. Muss er trotzdem da reinspringen. Immer die weiche Landung ist. Ach Mann, jetzt, ja, kletter einfach auf. Bevor wir da jetzt wirklich 100.000 Mal da noch rundherum laufen. Aber was für ein. Und es ist dann doch ein großes Gebäude, so darf man nicht unterschätzen. Teilweise. Zack, 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 zack. Jetzt geh einfach weg. Und integrieren. Bei Brüder, wo bist du? Okay, bei Brüder, Kleiner. Wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Ah. Bei Zeiten, also. Und ich würde sagen, haut rein, Leute, und bis zur nächsten Folge. Ciao.